Es war einmal ein Esel, der war nicht ganz normal. Er sagte nicht ja, sondern A-B-C. Die anderen Esel fanden, das hörte sich dumm an. Sie gingen in die Disco und nahmen ihn nicht mit. Du machst uns da nur peinlich, sagten sie zu ihm. Der arme Esel weinte, er war jetzt ganz allein. Er heulte und er jaulte und rief laut A-B-C. Das hörte eine Fliege und fragte ihn, was los? Er sagte ihr, was los ist, und sie hörte ihm zu. Mir geht es genauso, sagte sie zu ihm. Alle Fliegen summen, doch ich mache Schluss. Die anderen gehen ins Kino und nehmen mich nicht mit. Der Esel und die Fliege fanden sich gleich nett. Sie wurden gute Freunde, weil sie ähnliche Probleme hatten. Der Esel rief A, B, C. Die Fliege machte Schluss. Sie wurden zwar noch diskriminiert, aber wenigstens waren sie jetzt zu zweit. Sie durften nicht in die Disco und auch nicht mit ins Kino. Die anderen Esel und Fliegen waren immer noch gemein. Der Esel zertrampelte Fliegen und die Fliege biss die Esel. Trotzdem durften sie nicht in die Disco oder ins Kino. Doch eines Tages trafen sie einen kleinen Hamster. Er durfte nicht ins Schwimmbad, er sagte immer Fuck you. Aber deshalb waren die Ratten seine besten Homies. Sie sagten auch gern Fuck you und hingen mit ihm rum. Der Esel fand das cool und die Fliege auch. Sie lernten die zwei Wörter und waren in der Crew. Sie liefen durch die Gegend und riefen laut Fuck you. Sie gingen in die Disco und sagten zu den Eseln Fuck you. Dann gingen sie ins Kino und sagten zu den Fliegen Fuck you. Danach ging es ins Schwimmbad. Sie schrien laut Fuck you. Der Esel und die Fliege, der Hamster und die Ratten. Sie lachten über die anderen und sagten nur Fuck you. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sagen sie heute immer noch Fuck you.